Deutsch-australische Beziehungen gehen oft in die Hose, aber nicht so, wie ihr denkt. Mein Name ist Maren und ich lebe seit fast 20 Jahren in Brisbane, Australien. Ein aufmerksamer Beobachter stellt schnell fest, langfristig knallt es oft, wenn deutsche Einwanderer eine feste Beziehung mit Australiern eingehen. Warum das so ist, das erkläre ich heute. Das ist ein sehr hartes und ein sehr ehrliches Video. Bleibt dran bis zum Ende. Sich in Australien einen sonnengebräunten Soulmate zu verlieben, der einen Lasso schwingend auf seinen Stockhorse hochzieht und gen Horizont reitet, das ist ein Traum, der für viele deutsche Frauen gar nicht mal so unrealistisch ist. Viele deutsche Einwanderinnen starten hier als Backpacker, als Au-pair oder als Studentinnen. Sie sind ungebunden, abenteuerlustig und wahrscheinlich ziemlich gut drauf. Warum ich über Frauen rede? Deutsch-australische Beziehungen, das sind in den meisten Fällen tatsächlich eine deutsche Frau und ein Aussie-Bloke. Warum das so herum und nicht anders ist, dafür gibt es viele Begründungen. Tendenziell kommen mehr Frauen als Männer hierher, vor allen Dingen halt als Au-pair. Und dafür gibt es kulturelle Gründe, die vor allem in den klassischen australischen Vorstellungen von Beziehungen verankert sind. Mehr dazu später. Im Lauf der Jahre habe ich unzählige deutsch-australische Beziehungen beobachtet und die meisten davon sind gescheitert. Ich habe eine Theorie, warum das so ist. Genau die Eigenschaften, die deutsche Frauen am Anfang an den australischen Männern am meisten bewundern, das sind die, die später auch zum Bruch der Beziehung führen. Das Gleiche gilt auch umgekehrt. Auch dazu komme ich später nochmal zurück. Schauen wir uns das genauer an. In Australien gibt es weit verbreitet noch traditionellere Vorstellungen von Geschlechterrollen. Männer, die streben nach dem Image des harten Kerls, der die Familie versorgt, während Frauen sich oft um Haus, Kinder und ihr Äußeres kümmern. Natürlich sind australische Frauen heutzutage sehr emanzipiert, oft sogar stärker als ihre deutschen Pendants. Doch das stereotypische Bild bleibt spürbar. Frauen erscheinen im Allgemeinen femininer, familienorientierter und Männer, die pflegen so ihr cooles Image, bleiben aber gerne von Haushalt und Budgetplanung fern. Frauen haben andere Hobbys als Männer, gehen in andere Vereine, man bleibt oft unter sich und auch Freundschaften zwischen Frauen und Männern, gerade die, die in Beziehungen stecken, die sind halt ziemlich selten. Es gibt getrennt geschlechtliche Schulen, die diese Distanz zwischen Männern und Frauen noch fördern und die auch traditionell die Grundlage für diese Distanz gelegt haben. Aber dennoch ist sie noch da, diese scheinbar unüberwindbare Kluft zwischen Männern und Frauen, die für viele Einwanderer ja erstmal schwer zu begreifen ist. Ein deutscher Auswanderer kann zum Beispiel ganz leicht in so ein Fettnäpfchen treten, wenn er sich zu lange mit einer verheirateten Frau unterhält. Die Gespräche unter Männern sind auch anders als die unter Frauen. Unter Männern geht es oft um Sport, Arbeit und das Wetter. Und Frauen, die reden oft über andere Menschen, Beauty und bevor ich weiterrede, natürlich gibt es viele Ausnahmen und jeder Mensch ist anders. Doch in der Makroperspektive, da bleibt diese Trennung bestehen. Und nur wenn wir ganz offen und ehrlich über diese Dinge reden, dann können wir auch verstehen, wo es Konflikte gibt und wie wir diese vermeiden können. Für mich war es am Anfang sehr problematisch, weil ich halt viele traditionelle männliche Interessen und Hobbys habe, wie zum Beispiel Mountainbiking und Modellbau. Und da muss man sich erstmal so ein bisschen zurechtfinden, mit wem man über was reden kann. Anfangs, da finden australische Männer es oft erfrischend, wenn deutsche Frauen selbstbewusst so in Jeans und Turnschuhen den Garten umgraben. Doch sobald die Verliebtheit nachlässt, kann genau das zur Herausforderung werden. Eine deutsche Bekannte, die erzählte mir kürzlich, dass ihr Partner seine Männlichkeit so hinter einer Maske trägt, hinter der er sich versteckt. So unfähig, über Gefühle zu reden oder sie zu zeigen. Und deutsche Männer, die haben dieses Problem meines Erachtens seltener, weil sie von klein auf an den Austausch mit Frauen gewohnt sind. Hier in Australien, da bleiben die Geschlechter häufig schon im Kindergarten unter sich. Nochmal, jeder Mensch ist anders und in Australien gibt es natürlich auch Männer, die Beschreibung nicht passt. Zurück zur Liebe. Falsche Vorstellungen, die killen die Liebe. Für viele australische Männer sind deutsche Frauen auf den ersten Blick faszinierend. Kein Wunder. Schließlich sind die Frauen, denen sie hier begegnen, so oft Abenteurerinnen, die sich durchgebissen haben. Sie sind unabhängig, fleißig, lieben Australien und strahlen eine positive Energie aus. Deutsche Frauen wiederum sehen in australischen Männern oft den lässigen Helden aus einem Abenteuerroman. So ein bisschen chaotisch, super entspannt, naturverbunden und maskulin. Das klingt verlockend und anfangs ist das auch unglaublich romantisch. Umgekehrt funktioniert das eben nicht so gut. Australische Frauen können auf deutsche Männer unselbstständig, emotional, oberflächlich und auch überfeminin wirken und auf den ersten Blick vielleicht sogar wenig emanzipiert. Gleichzeitig empfinden sie deutsche Männer im Gegenzug oft als intellektuell, langweilig und vielleicht auch als weniger männlich. Ich sagte gerade intellektuell, das ist in Australien nicht unbedingt ein positives Attribut, während in Deutschland Bildung und Intelligenz ja allgemein geschätzt wird, auch wenn es mittlerweile gegenläufige Trends gibt, herrscht in Australien oft noch so ein Anti-Intellektualismus vor, der Wissen und Erfahrung mit einer Art ja quasi Weltfremdheit gleichsetzt. Wenn eine deutsche Frau also einen Aussie kennenlernt, sind die Bedingungen erstmal oft ideal. Man lebt im Land seiner Träume mit atemberaubenden Sonnenuntergängen, einem Gefühl von Freiheit und vielen neuen, aufregenden Eindrücken.
Und dann taucht dieser Ossi auf, der echtes Interesse zeigt und seinen Charme spielen lässt. Um es direkt zu sagen, es geht hier nicht um den typischen Surfer mit Sixpack, sondern um ganz normale Typen. Aus der Perspektive der deutschen Frau allerdings ist das Entscheidende, dass er ein Ossi ist und das ist ziemlich cool. So. Jetzt drehen wir mal das Rad, bis der erste rosa Schleier sich gelichtet hat. Jetzt steht die deutsche Frau an der Seite eines Mannes, der, um eine langfristige Beziehung aufzubauen, ernsthaft für sie einstehen muss. Viele Frauen, die erhalten zunächst die Möglichkeit, über ein Partnervisum in Australien zu bleiben. Und diese ernsthafte Verpflichtung, die steht im krassen Widerspruch zur lockeren Haltung eines typischen Ossi-Mannes. Zudem stellt es für eine frisch gestartete Beziehung eine Herausforderung dar, sich mit der reellen Verantwortung für eine Partnerin mit einem solchen Visum auseinanderzusetzen. Und was verstehen australische Männer unter einer Beziehung? Es gibt dieses Bild von dem Bloke, das ist das australische Slangwort für Typ, mit dem Bier in der Hand, der grillt und über die letzte Rugby-Niederlage lamentiert, während die Sheila, also das Mädel, gleichzeitig einen Job hat und den Familienplaner in der anderen Hand hat. Aber wenn sie dann fragt, ob er beim Aufräumen helfen kann und er nur yeah, na murmelt, dann wissen wir, dass da irgendwas schiefläuft. Das ist natürlich überzogen, doch nicht so sehr, wie man vielleicht annehmen könnte. Ich habe das selbst schon unzählige Male genauso beobachtet. Und hier kommt der erste große Unterschied. Die Gleichberechtigung. Bei vielen meiner australischen Freunde liegt der Haushalt fest in der Hand der Frau, während der Mann oft nicht mal weiß, wo die Besteckschublade ist oder wie man den Staubsaugerbeutel auswechselt. Für deutsche Frauen ist es selbstverständlich allerdings, dass der Mann im Haushalt kompetent ist. Und auch hier gilt, jeder Mann ist anders und es gibt selbstverständlich auch australische Männer, die gekonnt den Staubbeutel schwingen. Für viele australische Frauen ist das kein Problem und die empfinden das nicht als Benachteiligung. Es ist halt eine Rolle, die sie ganz selbstverständlich annehmen und die ihnen wahrscheinlich auch eine Art Sicherheit gibt. Rollen sind ja prinzipiell nichts Schlechtes, wenn alle Parteien einverstanden sind. Ich möchte nochmal betonen, dass australische Frauen durchaus emanzipiert sind. Die meisten gehen zum Beispiel arbeiten und im Allgemeinen gelten australische Frauen auch als selbstbewusst. Aber Gleichberechtigung wird kulturell halt anders interpretiert. Viele australische Frauen sind in alle wichtigen Entscheidungen involviert und übernehmen Bereiche, in denen sie nie auf die Idee kämen, den Mann zu konsultieren. Ich kenne zahlreiche rein australische Paare, bei denen das alles harmonisch funktioniert. Während ich bei deutsch-australischen Paaren oft beobachte, dass diese unterschiedlichen Vorstellungen nicht besonders gut zusammenpassen. Kommen wir zur nächsten großen Herausforderung. Die Kommunikation. Als Deutscher, da ist man es gewohnt, offen und direkt zu kommunizieren. Man sagt, was man denkt und das ist auch gut so. In Australien ist das anders. Die Menschen sind allgemein darauf bedacht, Konflikte zu vermeiden und auch in Beziehungen, da wird oft nicht offen kommuniziert. Man schweigt sich an, man vermeidet eine Diskussion oder umgeht sie. Die Eigenschaften, die Australier an deutschen Frauen anfangs bewundern, werden schnell kritisch. Es nervt sie, dass deutsche Frauen zu allem eine Meinung haben, dass sie diskutieren, nicht locker lassen, Themen immer wieder ansprechen. Umgekehrt kann es deutsche Frauen in den Wahnsinn treiben, wenn australische Männer scheinbar unfähig sind, ein Problem zu lösen. Und auch die genaue Wortwahl, die fungiert so ein bisschen wie ein Code. Australische Männer umgehen direkte Aussagen gerne, um Konflikte zu vermeiden. Und dann verwenden sie so vage Formulierungen wie zum Beispiel, das ist interessant oder das könnte man machen. Oder auch sowas wie, ich glaube eher nicht. Damit meinen sie zwar nein, aber als deutsche Frau, da kann man das leicht als Offenheit für ein Thema interpretieren. Damit kommen wir zur nächsten Hürde. Deutsche haben oft eine andere Vorstellung von Intimität und Sexualität, was zu Schwierigkeiten führen kann. In Deutschland, da gibt es Großbordelle, Stripclubs mit besonderen Angeboten, Wohnwagen mit Spezialdienstleisten auf Parkplätzen, Fetischpartys und Shops für jede Art von Kink. In Australien hingegen ist das Angebot in dieser Hinsicht sehr stark eingeschränkt und auch, ich würde sagen, weitaus konventioneller. Im Schnitt gelten deutsche Frauen und auch Männer als sexuell freizügiger als australische. Und dazu gibt es auch ein feuchtfröhliches Video auf diesem Kanal, in dem ausführlich über dieses Thema diskutiert wird. Der Link ist in der Infobox. Es gibt in Australien nicht mal gleichgeschlechtliche Saunen und selbst in den getrenntgeschlechtlichen bleibt die Kleidung an. FKK, das ist nahezu unbekannt. Und wenn man sich für den Partner im Bett herausputzt, da sind Strapse schon echt hardcore. Das war deutlich, dass es unterschiedliche kulturelle Vorstellungen in diesem Bereich gibt, was natürlich zu Missverständnissen oder auch unangenehmen Überraschungen führen kann. Ein weiteres großes Problem, das ist die lässig lockere Haltung, die viele Frauen am Anfang so attraktiv an ihren Partner fanden. Diese Unbeschwertheit, für die Australier bekannt sind, das wirkt auf deutsche Frauen während ihres Auslandsbesuchs zunächst erfrischend. Man fühlt sich nicht festgenagelt, unter Druck gesetzt. Und die Erwartungen, die scheinen auch ein bisschen niedriger zu sein. Mit der Zeit kann diese Einstellung jedoch frustrierend werden, denn deutsche Frauen schätzen im Allgemeinen Pläne und Struktur. Und wenn er sich nicht festlegen will, keine Ambitionen zeigt oder einfach abwartet, dann kann das verunsichern und auch den Eindruck erwecken, dass man einfach nicht in der Beziehung vorankommt. Kurzfristig ist also angenehm, langfristig kann diese Einstellung zu einem Abturn werden, der das Miteinander erschwert. Und jetzt möchte ich nochmal ein ernstes Wort sprechen. Immer wieder erlebe ich, dass
großartige junge Frauen sich hier mit Typen einlassen, die sie in Deutschland nicht mal mit der Kneifzange anfassen würden. Misogyne Flachpfeifen oder ungebildete Chaoten, deren größte Errungenschaft es ist, ihren Ford Falcon tiefer und eine möglichst große Anzahl an Frauen flach zu legen. Oft zerbrechen solche Beziehungen früher oder später und dann sind es häufig die Frauen, die das Leid tragen. Denn die Frauen, die befinden sich einfach in einer verletzlicheren Position. Vielleicht sind sie abhängig vom Partnervisum, sind natürlich weniger sozial vernetzt und sie haben Schwierigkeiten, in Australien Unterstützung zu finden. Manchmal gibt es auch schon Kinder und das verkompliziert die Situation nochmal zusätzlich. Wenn Kinder im Spiel sind, dann können die Konsequenzen sehr ernst werden. Man kann nicht einfach mit den Kindern nach Deutschland zurückkehren, wo Verwandte und Freunde Unterstützung bieten. Denn der Partner, der muss der Ausreise der Kinder zustimmen. Und wenn er das nicht tut und man trotzdem ausreist, dann kann das als Kindesentführung angesehen werden. Selbst für einen Urlaub braucht man eine Zustimmung des Ex-Partners, Ex-Mannes. Und weigert er sich, dann kann man für lange Zeit von seiner Familie, seinen Eltern, Geschwistern und Freunden isoliert sein. Eine Bekannte von mir, die verliebte sich in Australien, bekam schnell Kinder mit ihm und dann trennten sich die beiden. Ja, und nach der Trennung, da wurde ihr Leben zur Hölle. Weil er wollte die Kinder zwar nicht versorgen, stellte aber ständig Hindernisse auf, sodass sie in seiner Nähe leben musste und Kontakt zu den Kindern gewähren musste. Und seit Jahren sehen sie sich nach Hause, nach Deutschland zurück, während ihre Eltern, die Flugangst haben, ihre beiden Kleinen noch nie in den Arm nehmen konnten. Außerdem gibt es zu beachten, dass häusliche Gewalt, in Australien Domestic Violence, ein häufigeres Thema ist als in Deutschland. Chris hat dazu ein spannendes Interview mit einer Deutschen geführt, die als Backpackerin hierher kam und von ihrem Aussie-Mann fast umgebracht wurde. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Versteht mich nicht falsch, dieses Video dient nicht dazu, die australische Männerwelt zu vernichten. Es geht darum, dass es kulturelle Hürden und Missverständnisse zwischen Australien und Deutschen gibt, die großes Konfliktpotenzial beherbergen. Und je aufgeklärter man ist, desto besser kann man mit diesen Herausforderungen umgehen. Machen wir weiter. Einwanderer in Australien erleben oft zu Beginn eine überwältigende Faszination für das Land. Doch irgendwann holt sie das Heimweh ein. Vertraute Dinge wie Schwarzbrot zum Beispiel, Bundesherbstlaub oder Stadtfeste, die fehlen einem. Und das führt zu einem starken Gefühl der Sehnsucht. Australische Männer zeigen dafür zwar Verständnis, aber auch nur in Maßen, da viele von ihnen nicht viel gereist sind und daher das Gefühl nicht kennen, die Heimat zu vermissen. Dieses Heimweh kann nun dazu führen, dass man von der eigenen Kultur schwärmt und dem Partner mehr davon vermitteln möchte. Ein Freund von mir erlebte das hautnah. Seine Partnerin, die wollte, dass er Deutsch lernt und Weihnachten am 24. Dezember feiert, statt am 25., wie es in Australien üblich ist. Sie kaufte sogar deutsche Elektrogeräte und sprach oft über ihre Vergangenheit. Ihn hat das ziemlich genervt. Als Außenstehende konnte ich beide Perspektiven nachvollziehen. Es erfordert viel Feingefühl und Verständnis, sich auf jemanden einzulassen, der ganz andere Bedürfnisse und Sichtweisen hat. Zusammenfassend ist die Liebe zwischen deutschen Frauen und australischen Männern oft von diesen kulturellen Unterschieden geprägt. Die anfängliche Anziehung kann im Laufe der Zeit durch verschiedene Vorstellungen von Beziehungen, Gleichberechtigung und Kommunikation auf die Probe gestellt werden. Um Missverständnisse zu vermeiden, ist eine offene und ehrliche Kommunikation entscheidend und man braucht viel Optimismus und Durchhaltevermögen. Das war ein sehr hartes und ein kontroverses Thema und ich bin sicher, ihr habt euch im Laufe des Videos viele eigene Gedanken gemacht. Vielleicht lebt ihr sogar in einer interkulturellen Beziehung und habt eigene Erfahrungen? Teilt diese gern mit mir. Ich danke euch an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit, lasst ein Abo da und bis bald. Ich bin übrigens Autorin und veröffentliche Bücher in sämtlichen Bereichen unter verschiedenen Pseudonymen. Weitere Informationen dazu gibt es in der Infobox und der Videobeschreibung.